Goldfinger, he's the man with the mightiest touch. And spiders trash, this heart is cold, he loves only gold. Goldfinger von Shirley Bassey. Zu diesem Song hat mein heutiger Gast als kleiner Junge auf dem Dachboden seiner Eltern eine große Show abgezogen, und zwar schon damals mit der vollen Überzeugung, ich werde das eines Tages auf der ganz großen Bühne tun. Und genau so ist es auch gekommen. Heute zu Gast bei den Lebensliedern. Und man kann sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. Meine Damen und Herren, Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Herzlich willkommen hier im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Hier ist meine, die beste Lebensliederband ever. Das ist sie! Und das hier ist mein heutiger Gast, der Mensch, dessen Leben wir heute musikalisch durchreisen werden. Lieber Tom, du bist geboren als Tom Neuwirth und bist dann beim Eurovision Song Contest berühmt geworden als Conchita Wurst. Genau. Du hast gesagt, wie ich dich heute anspreche, das ist eigentlich, macht für dich keinen Unterschied, ob ich Tom sage oder Conchita. Genau. Da merkt man, dass ich mein Drang im Mittelpunkt zu stehen. Es ist mir vollkommen egal, wie man mich nennt. Hauptsache, man spricht dich an. Und die Drama ist um. Ja? Und der Rest ist um. Genau. Du sagst, du wusstest schon als Kind, dass du ein Star wirst. Woher wusste ich das? Ich habe alle anderen angeguckt und dachte mir, naja, dann bin es halt ich. Also wie soll ich sagen, ich hatte halt immer schon... alle Menschen haben großartige Talente, aber eben ich war schon sehr früh sehr desillusioniert und dachte eben, naja... Das ist der einzige Weg, den ich gehen kann. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, in dem Alter war mir auch noch völlig egal, womit ich berühmt und ein Star werde. Und dann kam das Singen und dachte mir, ah, okay, das funktioniert ganz gut, dann probiere ich das. Wie genau der kleine Tom zum großen Star geworden ist, das haben wir hier mal zusammengefasst. 1988. Starlight Express kommt nach Deutschland. Céline Dion gewinnt den Eurovision Song Contest für die Schweiz. Und eine zukünftige ESC-Siegerin wird im österreichischen Gmunden geboren. Conchita Wurst, beziehungsweise Tom Neuwirth. Ein Kind, das von klein auf weiß, ich will ein Star werden. Und schon mit 17 scheint das dem Modeschüler zu gelingen. In der Castingshow Starmania und als Boyband-Mitglied. Für den Durchbruch braucht es dann doch sein schillerndes alter Ego. Conchita Wurst mischt 2014 nicht nur den ESC in Kopenhagen auf, sondern auch die eingefahrenen Geschlechterbilder in so manchen Köpfen. Tom und Conchita, beide stehen für Vielfalt. Schöne Bilder. Ja. Wir haben es gerade gesehen, du stammst aus der österreichischen Provinz und deine Eltern hatten ein Gasthaus. Genau. Wie war dieses Haus? Also was für ein Ort war dieses Haus für dich? Das ist eine spannende Frage. Ich bin, obwohl ich sehr extrovertiert bin, bin ich auch wahnsinnig introvertiert und unsicher. Und gerade wenn man als queeres Kind in der Provinz aufwächst und dann auch noch der Gasthaussohn ist, wo sowieso schon alle Augen irgendwie auf einen starren, und dann ist noch jeden Tag die Hütte voll mit Menschen, die man tendenziell wenig bis gar nicht kennt. Somit war das für mich schon natürlich ein Zuhause, aber ich glaube, so die Geborgenheit habe ich wirklich in meinen eigenen vier Wänden gefunden, beziehungsweise am Dachboden. Ich bin immer am Dachboden gerannt, weil da durfte ich so laut schreien, wie ich wollte. Und das hat dann niemanden gestört und da habe ich auch meine Stimme ausgebildet, glaube ich. Wir haben ein Bild
von dir hier bei der Erstkommunion. Da sieht man dich in der Trachtenjacke. Ja. War dein Umfeld denn generell sehr konservativ? Ja, würde ich schon sagen, obwohl meine Familie eigentlich gar nicht konservativ war, aber ich glaube, die haben sich einfach der Meinung der anderen angepasst, weil sie auch dachten, das ist die wichtigere, weil gerade wenn man ein Gasthaus hat, dann ist man auch irgendwie ein bisschen davon abhängig, ob die Menschen kommen oder nicht. Somit habe ich eigentlich mich immer ausleben können, aber wenn es dann irgendwie offiziell wurde, dann durfte ich halt komischerweise zur Erstkommunion kein weißes Kleid tragen, sondern musste diesen Trachtenjacke. Ja, was ist das? Fragt man sich halt. Aber ich weiß nicht, man erkennt sich so gut, aber ich war wahnsinnig eifersüchtig. Jetzt die Christine neben mir. Fasst du sogar das Kleid gerade von ihr so an? Ja. I was das ist wirklich ein mega Bild eigentlich. Du sitzt ja, so da. I know. In der Kirche. Couldn't care less. Nicht nur schicke Frauenkleider haben dich fasziniert, sondern vor allem auch Frauenstimmen. Hm. Und wir haben es am Anfang schon gespielt. Shirley Bassey, Goldfinger. Womit verbindest du diesen Song? Ich glaube, das war das erste Stück Musik, das ich gehört habe, wo ich mir dachte so, wow, so darf man auch singen. Also, weil ich kenne von meiner Mama, die singt meistens nur in der Kopfstimme oder es ist halt irgendwie Schlager und Volksmusik und das findet man sowieso prinzipiell uncool, was irgendwie die Eltern hören. Und dann habe ich diese Nummer gehört, nicht, dass die jetzt so super fresh ist, Goldfinger, aber es war eine Sprache, die ich nicht kannte und doch war es ein Gefühl, das ich total verstanden habe. Und diese Leidenschaft und auch diese Hingabe und diese Hemmungslosigkeit auch ein bisschen, das hat mich extrem angesprochen. Also ich finde auch, dass Shirley Bassey, ich meine, man muss wissen, das ist der Bond-Titelsong von 1964. Mhm. Du hast ihn alleine performt. Jetzt sollte ich ihn eigentlich alleine performen. Ich habe ein bisschen Schiss vor der Nummer, deswegen frage ich dich, machen wir es zusammen? Na sicher. Ja, oder? Na sicher. Also meine Damen und Herren, jetzt Goldfinger von Shirley Bassey zusammen. Mit Conchita. His web of sin, but don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his light can disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her, it's a kiss of death. From Mr. Goldfinger. A pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is gold. Golden words he will pour in your ear. Bodies like him, this guy wants you. A kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Loves only gold. Güte, das ist unglaublich. Das ist wirklich, das macht so einen Spaß. I love it to sing with you. Ja, frag mich erst. So,
ein kleiner Junge, der sich da im Kleid hinstellt und als glitzernde Bond-Diva performt. Wann ist dir zum ersten Mal selbst bewusst geworden, okay, damit falle ich hier irgendwie aus dem Rahmen? Schon relativ bald. Also das wurde mir ja auch immer attestiert. Also da muss ich nicht lang fragen. Mir wurde schon oft gesagt, mach das so nicht, das macht man nicht, das sagt man nicht, das zieht man nicht an. Also es wurden ständig Regeln nach Regeln, Regeln, Regeln. Also mir wurde das schon sehr schnell klar, dass es hier Meinungsverschiedenheiten gibt. Du sagst sehr schnell, aber das Alter ungefähr, kannst du das irgendwie... Also man ist ja immer erstaunt, wie früh man dann doch Dinge schon gecheckt hat. Ja. Auch wenn man selbst immer auf kleine Kinder guckt und glaubt, ach, das merkt der noch nicht. Oder natürlich. Die Diskriminierung spürt man, auch wenn man nicht weiß, was es heißt und woher das kommt. In welchem Alter, muss ich trotzdem noch mal nachfragen, weil ich jetzt noch keine Idee habe, in welchem Alter hast du angefangen, dir Klamotten anzuziehen, die weiblich sind? Seit ich denken kann. Also meine Oma hat mir meinen ersten Rock gekauft und die Legende besagt, dass ich in diesem Shop irgendwie so ausgerastet bin, meine Mutter sich nicht mehr zu helfen wusste, der Bub will diesen Rock haben und meine Oma hat den einfach gekauft. Reden wir von vierjährigem? Ja, so. Okay, okay. Aber irgendwann wird einem ja auch klar, dass es Leute gibt, bei denen es auf Ablehnung stößt, aber noch schlimmer auf Hass. Ja. Ist dir das direkt begegnet in dem Dorf? Ich glaube, meine Eltern haben mich da irgendwie auch echt gut unterrichtet, wenn es darum geht, mit Hass und Ablehnung anderer Menschen umzugehen. Und es ist jetzt nicht die Offensive, die mir beigebracht wurde, sondern tatsächlich einfach freundlich zu sein und nachzufragen, wo jetzt genau das Problem ist. Und das ist mir irgendwie auch geblieben. Und bis heute, wahrscheinlich ist mir Hass irgendwie begegnet, aber ich habe keine Aufmerksamkeit dafür. Also das triggert mich gar nicht. Mhm. Zum Glück. Ja. Du bist dann mit 14 Jahren nach Graz gezogen, um die Modeschule zu besuchen. Das klingt wahnsinnig früh. Wie kam es zu diesem Schritt? Dadurch, dass meine Eltern irgendwie rund um die Uhr gearbeitet haben, waren wir, mein Bruder und ich, dann so in der Volksschule, nach dem Kindergarten und die erste Hälfte der Volksschule, irgendwie hatten wir eine Tagesmutter, also quasi eine Nanny. Und ihre Tochter ist auf eine Modeschule gegangen und sie hat mir eigentlich immer schon gesagt, dass das eigentlich das ist, was ich tun sollte. Und nachdem ich ein braves Kind bin, habe ich dann darauf gehört und dann bin ich tatsächlich irgendwie mit 14 gleich in die nächstgrößte Stadt gezogen. War das eine Befreiung, in der Stadt zu leben? Jein. Ich hatte wahnsinniges Heimweh. Na klar. Aber zugleich dachte ich auch, okay, Bad Mitterndorf ist irgendwie 3 Stunden weg. Niemand wird herausfinden, dass ich hier jetzt einfach der bin, der ich bin. Und in einer Modeschule ist es erstens mal nicht ungewöhnlich, dass da irgendwie Boys aus der queeren Community rumlaufen. Zum anderen waren das alles Mädels. Mit Mädels habe ich mich immer verstanden. Und somit war ich da ab dem ersten Tag eigentlich der, der ich wirklich war. Dein Coming Out vor deiner eigenen Familie, das hattest du dann erst viel später kommuniziert? Genau. Oder gehabt? Wie kam es dazu? Ist ein bisschen ungeschickt, habe ich das angestellt. Ich war damals bei einer Castingshow. Also ich war in der Schule und dachte mir, I'm gonna be a star now und jetzt gehe ich ins Fernsehen und singe dort und hat sich das alles erledigt. Und wie das eben so ist, entsteht ja dann auch mediales Interesse und ich habe meine ersten Interviews gegeben und eines dieser größten Interviewanfragen, die kam, wo ich mir natürlich dachte, bei allen Contestants, die dabei waren, wollen sie mit mir ein Special machen? Und ich so, yes, ma'am, please. Damals wusste ich natürlich nicht, dass die schon gesehen haben, welche Story da schlummert und wollten mit mir ein riesen Interview machen und das haben wir auch getan und dann saß ich eben so da. Und es ging dann eben um mein Liebesleben. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Also entweder ich verleugne, wer ich bin, zugunsten meiner Eltern oder was ich geglaubt habe, dass es zugunsten meiner Eltern bin. Oder ich bin halt, wer ich bin und erzähle die Geschichte genauso, wie sie ist. Und das habe ich dann auch getan. Ich glaube, das Interview war an einem Freitag und am Mittwoch drauf kam dann das Magazin raus. Ich bin dann an diesem Freitag nach Hause gefahren zu meinen Eltern und habe denen gesagt, ja, es schaut jetzt eben so aus, bla bla bla, ich stehe auf Jungs, tralali tralala. Und dann war das irgendwie eh noch, also natürlich, meine Eltern haben halt auch ihr Upcoming und ihre Erziehung und waren jetzt nicht so, ja, sondern so, ah, okay. Und das Problem war dann eher, dass es dann eben ein paar Tage drauf ganz Österreich lesen wird.
War es sehr befreiend für dich, diesen Schritt zu gehen? Sehr. Das war, ja, weil ich musste mich plötzlich vor niemandem mehr verstecken. Und das war schon ein sehr schönes Gefühl. Dein nächstes Lebenslied knüpft da an, weil es quasi eine Hymne des zu sich selber Stehens ist. Es ist Beautiful von Christina Aguilera. Wie oft hast du das Album damals als Teenager gehört? Ja, tot gehört. Also das war rauf und runter, rauf und runter. Die Haltung I'm Beautiful, ist sie dir selbst immer leicht gefallen oder musstest du das erst lernen? Ich glaube, dass da schon viel immer da war, aber auch viel davon war halt ein Schutzmechanismus, dem ich einfach dem Gegenwind gegenübergestellt habe. Mhm. Es war einfach ein Coping-Mechanismus. Also für alles, was mir negativ zukam, wurde ich immer lauter, immer größer und das war irgendwie mein Schutzschild. Also man kennt das ja von vielen Geschichten, wo irgendwie Kids diskriminiert werden aus den verschiedensten Gründen und das sind dann immer die lustigsten und die Comedians haben alle irgendwie, also es ist ein Klischee, aber aus Leid entsteht ja ganz oft Kunst. Deswegen singe ich jetzt, wenn ich darf, ja, bitte, für dich dieses Lied. Oh, wow. Von Christina Aguilera. Diesen schönen Song I'm Beautiful. Every day is so wonderful. Suddenly, it's hard to see. Now and then, I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't. Don't you bring me down today. To all your friends, you're delirious, so consumed in all your doom. Trying hard to fill the emptiness, the peace is gone. That's the way it is. You are beautiful, no matter what they say. Words can bring you down. Oh, no, no. You are beautiful in every single way. Yeah. Words can bring you down. No, 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 no. So bring me down. Today, no matter what we do, no matter what we say, with a song inside the tune, full of beautiful mistakes, and everywhere we go, the sun will always shine, and tomorrow we might wake up on the other side. Das ist ja frech, was du machst. Das sagt der Richtige. Ich freue mich sehr. Ich bin ganz
aufgeregt. Du bist mit 17 als Tom Neuwirth in einer Castingshow aufgetreten. Und wie ist aus dem jungen Tom eine Conchita geworden? Also irgendwie im Schnelldurchlauf. Ich habe diese Castingshow gemacht, habe nicht gewonnen, wurde nur ein Zweiter. Und dann, ja, danke, danke. Aber wer lacht jetzt, frage ich euch. Und war dann in einer Boyband, klassisch, wie man das macht. Und das hat, die hat dann irgendwie 8 Monate gelebt und das, dann hat das nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich zurückgegangen in die Modeschule, weil die hatte ich abgebrochen. Dann habe ich das gemacht, das war der schönste Tag im Leben meiner Mutter, als ich gesagt habe, ich mache die Schule fertig. Das war... bin dann wieder zurück nach Wien und habe dann angefangen, Burlesque-Shows zu moderieren. Und ich wurde gefragt, ob ich das nicht in Drag machen wollen würde, weil das habe ich immer irgendwie schon so beiläufig immer mal gemacht, because I look very cute as a girl. Und definitely. Dann, und ich habe dann, damals war Kitty Willenbruch, die hatte ihre eigene Burlesque-Revue und ich sagte sie, ja, aber also ich würde mich nicht rasieren, weil dann schaue ich einfach, also ich musste echt jeden Halm an Masculinity habe ich festgehalten und ich hatte irgendwie Bart und dachte mir, na, der kommt sicher nicht runter. Und dann hat sich das so ergeben und der Name war auch irgendwie eine Freundin von mir, die kommt aus Kuba und die hat immer Conchita zu mir gesagt. Und das ist halt irgendwie, sie meinte, ja, das ist so eine sexy Latina, mit der man ausgehen wollen würde. Und dann haben wir gesagt, I take it. Und der Nachname, der klingende, fiel mir dann nicht ein. Und das dann, ist sie auch nicht gelungen. Nein, ich weiß, ja, ich war's. Aber vielleicht bin ich marketingtechnisch doch nicht so auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ich wusste, dass man mit diesem Nachnamen definitiv eine Schlagzeile bekommt, als hätte der Bart nicht gereicht. Aber ich dachte mir, oder es geht um die Wurst. Oder? Nicht schlecht. Ich find's mega. Und dann kam dieser mega Durchbruch. Dein Sieg beim Eurovision Song Contest 2014. Also das war... Ein sehr, sehr intensiver Moment, in so vielerlei Hinsicht. Also auch körperlich intensiv, weil ich meine, wann passiert das schon? Und dann irgendwie tatsächlich von einer Sekunde auf die andere einfach Aufmerksamkeit zu bekommen und auch eine Stimme zu bekommen, der man zuhört. Für dich sind nach dem ESC so manche Momente gefolgt, die sich wahrscheinlich ziemlich surreal angeführt haben. Nämlich zum Beispiel, wenn man plötzlich sein eigenes Konterfei am Times Square hängen sieht oder mit dem UN-Generalsekretär für Menschenrechte wirbt. Wir haben hier ein paar Bilder. Das ist wirklich mit Ban Ki-moon zusammen. War das für dich eine Bestätigung oder gar eine Genugtuung, all derer gegenüber, die dein Standing abgelehnt haben? Ich glaube, Genugtuung, sowas verspüre ich nicht wirklich, weil wenn man mich nicht mag, dann bist man wurscht. Also weißt du, was ich meine? Dann ist es so, ja, okay, whatever. Und deswegen habe ich dann nicht wirklich Genugtuung. Also diese Sachen machen zu können, war, wie du sagst, extrem surreal. Aber sie waren noch surrealer irgendwie 2 Jahre danach. Weil dort bin ich von A nach B, irgendwie, es war Termin neben Termin und Flug und Hotel und hin. Und dann machst du das einfach. Und ich habe mich einfach auf die Rede vorbereitet und morgen treffe ich die Person. Und es war schon irgendwie so, ja, okay, passt, super, übermorgen gehen wir mit Elton John Tee trinken, cool, okay, was machen wir davor noch? Geil. Also es war echt so ein Film und erst im Nachhinein denkst du dir dann so, what? Cher weiß, wer ich bin? Wir kommen jetzt zu deinem nächsten Lebenslied. Es ist von einer ganz tollen Frau, wie ich finde. Sie ist leider schon gestorben, Joy Fleming. Ja. Sie war selbst mit dem Stück, was wir jetzt spielen, beim Grand Prix. Was bedeutet für dich dieses Lied? Ein Lied kann eine Brücke sein. Also zum einen natürlich das, was es sagt. Ich merke das auch immer wieder, Musik. Und das ist ja auch mir passiert. Ich habe als kleiner Bursch nicht gewusst, was Englisch ist. Und es hat mich berührt. Und Musik ist eine universelle Sprache. Ich glaube einfach, weil sie, du kannst dich kaum verstellen, wenn du singst. Du hast die Stimme, die man eben hat und man muss sich irgendwann auch dem hingeben. Weil ich glaube, wenn man nur im Kopf ist, dann spürt man das auch nicht. Und ich glaube, das übersetzt sich. Und Joy Fleming hat einfach gesungen, da kniest du dich nur mehr nieder. Also das war einfach ein absoluter Wahnsinn. Und ich finde, einer der besten deutschen Beiträge, die es je gegeben hat. Und yes, yes, Joy Fleming. Wo auch immer sie ist.
Und da war ich halt einfach mega impressed. Es war eine tolle Frau. Ja. Ich durfte die kennenlernen. Und ich fand sie wirklich Wahnsinn. Und dieses Lied, es geht mir genauso, als ich das erste Mal gehört habe. Ich kann es nur noch mal den Leuten draußen und auch euch empfehlen. Hört euch diesen Song noch mal an. Wie sie singt, ist unbeschreiblich. Und wie du singst, ist auch unbeschreiblich. Und jetzt singen wir es gemeinsam. Ein Lied kann eine Brücke sein. Von Joy Fleming. Meine Güte, was für ein Song. Ja, oder? Habt ihr auch das Arrangement gehört? Ich meine, das klingt so cool. Ja. Das ist wirklich tierisch. Das ist so krass. Ihr seid zu dritt. Er macht Zaveda für 50. Ja, so ist es. I love it. Deswegen habe ich sie dabei. Yes. Großartig. Yes. Deine Berühmtheit hat auch ganz konkret negative Folgen gehabt. Du wurdest erpresst von einem Ex-Freund, der gedroht hat, ich mache öffentlich, dass du HIV-positiv bist. Ja. Und wie hast du da reagiert? Wie soll ich sagen? Ich habe, wie so oft in meinem Leben, bin einfach zu mir gestanden und habe mich halt dafür entschlossen, es öffentlich zu machen. Weil bevor es jemand anderes macht, macht das lieber ich, beziehungsweise macht es ich. Was diese ganze Thematik anbelangt, gibt es natürlich die private Seite dieser Geschichte, die ich ausspare. Worum es mir geht mittlerweile, weil ich wollte wirklich gar nie darüber reden und mit dir ist es eigentlich so ein bisschen das erste Mal, dass ich das tue. Ich habe von Jungs gehört, irgendwie die irgendein Meet and Greet, die meinten, hey, das hat mir so viel Kraft gegeben, weil ich bin auch positiv und ich hatte irgendwie diese Stigmatisierung im Kopf und ich dachte echt, mein Leben ist zu Ende und ich werde sterben und etc. etc. Und dann sieht man halt dich und du hast eine Karriere und du lachst und du bist happy und du bist fit und whatever. Und dann ist mir erst bewusst worden, was ich auch für eine Möglichkeit bzw. Verantwortung habe mit dieser Plattform.
Und wenn ich hier sitze, sitze ich hier, um der Stigmatisierung entgegenzuwirken. Weil ich bin in Behandlung, ich nehme jeden Tag eine Tablette, meine Viruslast ist unter der Nachweisgrenze, ich kann niemanden anstecken. Und das wissen die wenigsten Menschen, dass die Medizin schon so weit fortgeschritten ist, dankenswerterweise. Also das ist echt auch ein Glück. Und das möchte ich nutzen. Ich will allen sagen, die positiv sind, alles ist in Ordnung. Ja, es ist eine chronische Erkrankung, aber es gibt Medikamente und man hat die gleiche Lebenserwartung. Und wir sind auch keine Aussätzigen. Also das ist einfach eine Tatsache. Und in Zeiten wie diesen, eben in der Pandemie, und die AIDS-Pandemie war auch eine Pandemie, auf die die Gesellschaft anders reagiert hat als auf das, was momentan passiert. Aber natürlich hat mich das auch betroffen, also gerade wenn es um die Schutzimpfung ging. Ich war früher dran, weil ich Risikopatient bin. Und das darf man nicht unterschätzen. Natürlich ist das Leben, wie soll ich sagen, normal, was auch immer das bedeutet. Aber man fügt auch seinem Körper natürlich jeden Tag Chemie zu. Was das bedeutet in den Langzeitfolgen, I don't know. Nur sterben will ich auch nicht. Mhm. Du sagst selbst von dir, dass du ein sehr lebensfreudiger Mensch bist. Woher nimmst du diesen Optimismus? Ich meine... Desillusion. Ich lebe in meiner eigenen Welt. Ja, ich habe keine Ahnung. Also sorry, ich will... Nee, das, entschuldige, bitte, bitte. Ja, ich kann mit Negativität, das langweilt mich. Also es, wirklich, es ist auch so, wenn man mir was vorjammert, dann bin ich so, oh, how boring. Na wirklich, bin ich vielleicht auch dann nicht zu empathisch genug. Das glaube ich nicht. Nein, bin ich schon, aber wenn, weißt du, wenn man... Du hast einfach keinen Bock darauf, abzumühen. Nada. Du bist echt ein sehr, sehr lebensfreudiger Mensch und trotzdem liebst du auch das große Drama. Mm. Das sehen wir beim nächsten Lebenslied, All by Myself. Boah. Was hat es mit dir gemacht, als du als junger Mann gehört hast, wie Celine Dion diesen Song interpretiert? Er ist ja nicht von ihr, sie hat ihn berühmt gemacht. Genau, Eric Carmen. Mhm. Oder war das Original? Genau. Celine Dion hat meiner Meinung nach eines der gigantischsten Pop-Adlibs aller Zeiten hingelegt. Also ein Adlib ist quasi, wie kann man das beschreiben? Ein Improvisieren. Das ist so ein improvisierter Gesangsmove, der nicht so eine klare Melodie ist, sondern das ist, dass man so oft dazwischen so singt. Ne? Genau, also wenn Celine Dion zum Schreien beginnt, dann ist es ein Adlib. Genau. Und das macht sie in diesem Lied, was wir jetzt nicht total rekonstruieren werden, because Celine Dion, we cannot. aber also diese, das meinte ich vorher mit, du musst dich echt ab einem gewissen, ich weiß nicht, bei mir ist es so, ab einer gewissen Tonhöhe kann ich mich nur hingeben. Also da habe ich natürlich irgendwie, ich habe schon die Technik im Kopf und hin und her und ich stütze, bla bla, aber du musst dich deinem Körper hingeben, weil sonst kommt nicht das, was soll. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre das im ganzen Körper. Also das ist für mich echt wie, als würde da das Epizentrum der Energie rausstrahlen. Dann singen wir es halt jetzt. Young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known, but when I dial the telephone, nobody's home. Distant and obscure, remain insecure. All by myself,
Du bist ein Biest, ey. Ich mache immer den gleichen Schmäh. Ja, egal, es funktioniert. Oder immer der letzte Ton auf Raffe. Wird dir alles verziehen. So ein bisschen auch mein Trick. Ja, oder? So am Ende einfach noch eine Oktave draufsetzen. I love it. Yes, yes, yes. Tom, du wolltest als Kind ein Star werden und dann bist du ein Star geworden. Hat aber aus heutiger Sicht dieses Leben als Star deine Erwartung erfüllt? Alles hat zwei Seiten. Das ganze Leben, es gibt immer das Gute und weniger Angenehme. Und das ist auch so, wenn man bekannt ist, lässt sich total aushalten. Aber ich habe verstanden, dass diese Oberflächlichkeit, die ich irgendwie, nach der ich mich gesehnt habe, nach dieser Anerkennung, die ich schon als Kind haben wollte, dort oben zu stehen, und jetzt habt ihr keine Chance mehr, als mich irgendwie wahrzunehmen, das hat sich entwickelt in ein, wie soll ich sagen, ich bin reflektierter geworden natürlich. Ich sehe mein Leben jetzt als das, was es ist. Ich lebe ein extrem privilegiertes Leben. Ich habe Möglichkeiten ohne Ende. Ich kann mich entfalten. Ich kann sagen, und jetzt mache ich mal nichts für 2 Monate. Und das nehme ich sehr, sehr dankbar an und bin aber auch nicht verschwenderisch damit, weil ich habe verstanden, dass meine Aufgabe im Leben ist, mein künstlerisches Ich nach außen zu bringen, weil nicht zuletzt das auch mich weiterbringt. Also an jeder Grenze, an die ich stoße, versuche ich daraus zu lernen, daraus was zu machen und es durch jegliche Verarbeitung, ob das ein Bildmalen ist, einen Song schreiben ist, zu singen ist oder es ist alles ein Aufarbeiten und wie eine Therapie. Und dann verwandle ich es in mein eigenes und das bringt mich weiter. Und das ist irgendwie so ein bisschen wieder, das ist mein Weg zum Glück. Ich höre einfach meinem Leben zu und ich mache das, was passiert. Und bin jetzt eben weg von dem, ich will berühmt sein und dass alle über mich sprechen und hin und her. Und das ist schon cute. Also mein innerlicher Narzisst finde ich schon super. Aber dann zu gleichen Teilen auch die Demut darin zu sehen und auch zu spüren und zu leben. Ja. Wir kommen jetzt auch damit zu deinem letzten Lebenslied. Das führt uns eigentlich ganz zurück zum Anfang deiner Biografie. Das ist nämlich ein Lieblingslied deiner Mama. Ja. Du sagst aber auch, es ist gleichzeitig ein Song, der perfekt zu deiner eigenen Lebenseinstellung passt. Und zwar von Vicky Leandros, Ich liebe das Leben. Yes. Was würdest du sagen, wie schafft man das Leben zu lieben? Ja, ich kann nur aus meiner Warte sprechen. Ich entscheide mich dafür. Also ich habe mich dazu entschieden, jeden Tag zu feiern. Mich zu feiern, meine Freunde zu feiern, mich zu freuen, wenn die Suppe gut schmeckt und wenn der Burger heiß kommt, denke ich mir, yes, life is good. Also im Moment leben. Ja, absolut. Wenn ich die Wäsche aufhänge, wenn ich meine Wäsche mache und meinen Haushalt irgendwie, dann fühle ich mich, I can do anything. Ja. Ich kann es auch sagen. Wenn ich mal eine Wäsche gemacht habe, denke ich, krass, was ich alles kann. Ja. Präsident. Ich würde sagen, ich singe dieses Lied jetzt für dich. Und es ist eigentlich verrückt, weil dieses Stück im Refrain eigentlich einen Rhythmus bekommt, der so vor Glück so strotzt. Aber sie sagt, ey, mach dir keine Sorgen um mich, weil ich liebe das Leben. Ich werde schon zurechtkommen. Und ich finde, es ist die wahre Liebe, die da so spricht aus diesem Stück. Und deswegen freue ich mich, dass du mir den gegeben hast. Und jetzt darf ich den für dich singen. Oh, wie schön. Dein Koffer wartet schon im Flur. Du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühle nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? Nein, sorg dich nicht um mich. Das Leben. Und weine ich manchmal noch um dich.
das geht vorüber, sicherlich. Was kann mir schon geschehen? Glaub mir, ich liebe das Leben, das Karussell, es wird sich weiter drehen. Es mag sein, dass man sich selber oft viel zu wichtig nimmt, verzweifelt auf ein Feuer hofft, wo es nur noch glimmt. Wenn das, was auch sehr wehtun kann, man stirbt nicht gleich daran. Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, wir lieben das Leben. Yes, we do. Und weine ich manchmal noch um dich. Das geht vorüber, sicherlich. Es wird sich weiter drehen, auch wenn wir auseinander gehen. Auch wenn wir auseinander gehen. Auch wenn wir auseinander gehen. Jetzt fragen wir wieder was. Und zwar eine Frage. Die ja. Ich allen stelle. Es macht besonders Spaß, die zu hören, wenn man deine Geschichte gehört hat, deine Antwort zu hören. Ich will wissen, auf was kommt es im Leben wirklich an? Freunde, Familie. Ja. Das war's heute. Lebenslieder mit diesem Wahnsinnstypen. Es hat mich so gefreut. Ich meine, ich kann es nicht nochmal sagen, also, oder ich kann es noch tausendmal sagen. Du bist unglaublich. Du bist unglaublich. Meine Damen und Herren, Tom Neuwirth, alias Tochitabus. Dankeschön. Nein, sorg dich nicht um mich. Du weißt, ich liebe das Leben. Für die Band, für diese Sendung, für diesen Mann, für Conchita, für Tom. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das hat mir einen großen Spaß gemacht. Was für ein Highlight. Danke dir.